Ja, hallo. So unmoralisch, wie der Titel klingt, ist es gar nicht gemeint. Ich will mal wieder ein Giveaway starten und ich habe gedacht, ich verlose eine Nacht mit mir, aber das ist jetzt nur so gemeint. Ich habe einen Trekkingplatz gebucht für zwei Zelte, ohne dass ich irgendwie mit irgendwem irgendwas Festes geplant hatte und habe mir gedacht, den zweiten Trekkingplatz, den verlose ich mal, also den Platz fürs zweite Zelt. Zweites Zelt heißt, ihr könnt auch mit zwei Personen kommen. Das ist kein Problem. Vier Leute wären erlaubt, beziehungsweise pro Zelt zwei Personen. Und ja, wenn du immer schon mal auf einem Trekkingplatz schlafen wolltest, nur nie die Gelegenheit dazu hattest oder auch nicht die Ausrüstung dazu hattest, ist das auch kein Problem. Also Ausrüstung kann ich bis auf den Schlafsack komplett stellen. Das heißt, ich hätte noch ein Zelt, Luftmatratze, also Isomatte. Einen Rucksack hätte ich auch noch, notfalls einen Kocher und dergleichen. Könnte ich euch also leihweise zur Verfügung stellen. Das heißt, also selbst wenn du keine, beziehungsweise so gut wie keine Ausrüstung hast, kein Thema. Ja, welche Bedingungen gibt es? Gar nicht allzu viele. Also, du solltest entweder 18 sein oder beziehungsweise nächstes Jahr, wenn die Tour stattfindet im Mai, solltest du 18 sein. Oder wenn nicht, muss ich darauf bestehen, dass du jemanden mitbringst, der 18 ist. Das heißt, du kannst gerne teilnehmen. Wenn du minderjährig bist, ist überhaupt kein Problem. Aber dann bitte einen Erziehungsberechtigten oder einen älteren Bruder, Schwester, wie auch immer, mitbringen, der oder die mit dir im Zelt schläft. Muss ich leider aus rechtlichen Gründen so machen. Ja, dann die nächste Bedingung ist, du solltest Mitglied oder Abonnent meines Kanals sein. Solltest in der Lage sein, deinen Rucksack selber zu tragen, also deine Ausrüstung. Circa 16 Kilometer habe ich eine Tour rausgesucht und am nächsten Tag circa 4 Kilometer wieder zum Auto zurück. Wenn du sagst, die 16 Kilometer mit schweren Rucksack sind dir zu viel, ist es auch kein Problem. Da lässt sich auch sicherlich was machen, dass wir es abkürzen. Ja, dann nächste Bedingung ist, du bringst dein Essen selber mit. Es gibt ja mittlerweile nicht nur Vegetarier, Veganer, es gibt auch jede Menge Leute, die unterschiedlichsten Nahrungsmittelallergien haben. Und ich denke mal, was zu essen mitnehmen, sollte auch nicht das Problem sein. Ja, wie gesagt, nächstes Jahr im Mai wird das stattfinden, auf einem Samstag, also von Samstag auf Sonntag. Ich denke mal, das sollte für die wenigsten ein Problem darstellen, beziehungsweise sollte da noch genug Zeit sein für die Leute, die auf dem Samstag arbeiten müssen, zu sagen, Chef, ich brauche mal einen Tag frei, ich muss mal mit dem Carsten raus.
Ja, und das war's auch schon. Das sind die Bedingungen. Also, achso, ja doch, eine Bedingung gibt es noch. Was musst du machen, um mitzumachen bei der Verlosung? Ganz einfach. Hier unter das Video einen Kommentar schreiben, wo drin steht, dass du mit möchtest. Am besten ich will oder so. Oder ich will mit. Wie gesagt, sehr, sehr gerne auch Leute, die mit Outdoor gar nichts am Hut haben. Das ist überhaupt nicht schlimm. Bin auch nicht der Outdoor-Crack. Kein Bushcraft-Crack oder sonst wie. Soll einfach, wie gesagt, eine Chance sein für diejenigen, die das mal gerne ausprobieren wollen. Aber wie gesagt, es darf auch gerne jeder andere teilnehmen, dürfen alte Hasen teilnehmen. Das stört mich nicht. Hauptsache, wir haben eine schöne Zeit in der Natur. Ja, lasst mich nicht hängen. Nehmt teil. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns bald. Ach so, hab noch was vergessen. Und zwar habt ihr Zeit bis zum 27. November um 23.59 Uhr teilzunehmen. Und am 28. November mache ich dann die Verlosung. Also wie gesagt, lasst mich nicht hängen. Macht mit. Dann gucken wir mal, dass wir einen schönen Tag in der Natur verbringen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.